Sag mal, ihr habt im Rücken gespielt. Ja. Das ungewohnt, besser, schlechter, Vorteile, Nachteile. Puh, am Anfang habe ich gedacht, was ist denn das? Also. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Camper Talk. Mein Gast heute, Xenia Smits. kurz genug das I. Wunderbar. Wunderbar. Okay. 26 Jahre alt, in Belgien geboren, aber deutsche Handballnationalspielerin im Diensten von mittlerweile Bietigheim. Schade. Hörst mich nicht? Jetzt höre ich dich wieder. Was hast du gehört, was hast du nicht gehört? Also, jetzt spiele ich heim und dann? Geht's dir? Gut, Du gut hattest geht's eine mir. Schulter-OP, glaube ich. Du hattest eine Schulter-OP. Bist du wieder fit? Könntest du wieder, wenn ihr dürftet, wenn wir dürften? Ja, ich war kurz vor der Corona-Pause wieder im Training und da musste ich das leider nochmal ein bisschen nach hinten rausschieben, dass ja, ich richtig ran darf. Aber ein paar Spiele habe ich schon gemacht. Soweit geht es mir auch gut. Schulter geht's gut. Du hast schon wieder gespielt. In Metz in Frankreich hast du wieder Ja. gespielt. Oh Ja, Mann, das ist an mir vorbeigegangen. Wie bin ich ich bin nur? kurz Wie operiert und ich bin habe wie ja, bist Februar oder so, Ende Februar habe ich wieder gespielt. Aber ja, 4, 5 Spiele vielleicht, Du also. siehst so aus, als wärst du nicht zufrieden, oder? So wie es halt ist, wenn man wieder zurückkommt, man spielt und irgendwie hat man das Gefühl, klar, hat 6 Monate alles trainiert, was man konnte und dann steht man auf dem Handballfeld und irgendwie ja, hat man im Leben noch nie Handball gespielt gefühlt. Aber ja, das kommt ja dann auch schnell wieder. Aber da sind halt 5 Spiele nach 6 Monaten echt ein bisschen wenig noch. Deswegen, ja, ach, ich habe mich gefreut, wieder Handball zu spielen. Die Qualität war aber noch nicht so da, Okay. wie ich es mir gewünscht hätte, aber das ist ja auch völlig normal. Völlig normal. Ich wollte es gerade sagen, aus meiner Erfahrung, ich hatte auch eine Schulteroperation. Es dauert seine Zeit, aber alles wird gut. Du bist ja noch jung. Ja. Vielleicht geht das bei dir ein bisschen schneller. Deine Station, sehr interessant. Also, ja doch, ich muss ein bisschen, heute wird es vielleicht ein bisschen so, weil mich interessieren wirklich unglaublich viele Fragen. Wir haben uns ja mal kennengelernt bei einem Shooting und ich fand es fantastisch, wie du zwischen Deutsch, Englisch und Französisch hin und her gewechselt hast, als was das Selbstverständlichste der Welt. Ich mit meinem abgebrochenen Schulenglisch und dann du bam bam. Wie viele Sprachen sprichst du? 4. Deutsch, Oh, gut. Englisch, Französisch, Belgisch Ja, wahrscheinlich. Niederländisch, ja. Und Holländisch, dann sind es Ja, ja. das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Es gibt nur Niederländisch und dann ist so ein Dialekt, ist halt wie Schweizerdeutsch und Deutsch. Also. Ah, okay. Ich dachte, da gibt es dann auch so. Nein, wir sind was ganz anderes als die Niederländer und die Niederländer sagen, auf keinen Fall ist Belgisch das gleiche wie bei uns oder so. Nee, wenn beide sich bemühen, verstehen wir uns. Ist Aber ja wie bei den Deutschen. ja, also es gibt so viele unterschiedliche Dialekte und je nachdem, wo man herkommt, versteht man sich besser oder halt eben nicht. Okay, Aber okay. Also offiziell keine. sprechen wir alle die gleiche Sprache. Ah, okay. Ja, du hast in Belgien gespielt, in Deutschland, in Frankreich und kommst jetzt zurück nach Deutschland. Hat dein Umzug gut geklappt? Frage ich mal ganz spontan, als wüsste ich von nichts. Hat dein Umzug gut geklappt? Reibungslos? Ja, soweit schon. Also wir hatten ein bisschen Angst an den Grenzen, weil ja noch stichprobenartig Grenzkontrollen durchgeführt werden sollten. Okay. Ja, wir hatten Glück und da gab es keine Kontrolle. Also ich glaube, sonst wäre nämlich die Wartezeit an der Grenze ein bisschen länger gewesen und jetzt konnten wir einfach fahren. Das war ganz, ganz gut. Okay. Deswegen auch sehr entspannt. Hat alles super geklappt, ja. Das freut mich sehr. Warum wieder Deutschland? Es lief ja überragend in Metz, oder? Ich meine,
viermal, vier Titel hast du gewonnen, glaube ich. Ne, vier Meistertitel und zweimal den Pokal, oder? Ja. Korrekt? Korrekt. Also, ich meine, schön, dass wir dich wieder in Deutschland haben, aber was war der Grund, aus Frankreich wegzugehen? Wolltest du unbedingt wieder nach Deutschland oder was waren da die Beweggründe? Es musste nicht unbedingt wieder Deutschland sein, aber ich wollte schon gerne was Neues. Ja, ich habe es so gemacht, wie ich es eigentlich immer gemacht habe und eigentlich positive und negative Sachen von den unterschiedlichen Vereinen einfach aufgeschrieben. Und ja, da hat man ja immer so eine Liste und irgendwie müsste ja das richtige Ergebnis sein, was da am meisten ja, positive Punkte ja, okay. gibt. Aber das war irgendwie nicht so. Mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass es jetzt ja, richtig ist, wieder nach Deutschland zu kommen. Und irgendwie habe ich da jetzt drauf gehört und gehe davon aus, dass es auch im Endeffekt sicherlich die richtige Entscheidung sein wird. Das war es bis jetzt immer. Und okay. deswegen habe ich da auch nicht so lange gezögert, zu sagen, okay, klar, es läuft in Frankreich super und gibt es auch sicherlich noch größere Vereine, die auf einem anderen Level schon lange spielen. Ja. Erinnert aber nichts daran, dass Bietigheim jetzt auch dahin möchte und dass mich das sehr interessiert, da ja. mitzuarbeiten, dahin zu kommen. Ja. Na, ist ja, also klingt super. Ich freue mich auch sehr, dass du wieder in Deutschland bist. Hab ja deine Karriere durch unsere gemeinsame Zeit hier in Ostwestfalen auch ein bisschen verfolgt. Also ich freue mich sehr, dass du in Deutschland bist, in Bietigheim. Und ich glaube, dass Markus Gaugisch ein guter Trainer ist für euch. Also ich habe ja mit ihm in Baling zusammengearbeitet. Also von meinem Empfinden her ist er ein super Trainer. Ist halt die Frage, ich kenne den Unterschied nicht, Frauen-Männer. Es ist halt seine erste Station bei einer Frauen-Bundesliga-Mannschaft. Ich bin gespannt, wie er das angehen wird und ich werde das auch sehr, sehr interessiert verfolgen. Wünsche dir jetzt hier schon mal alles Gute und viel Erfolg. Bei meiner Googelei und Recherche muss ich nochmal nach Frankreich zurück und nach Metz gehen. Sag mal, ihr habt den Röcken gespielt. Ja. Das ungewohnt, besser, schlechter, Vorteile, Nachteile, das kann ich mir persönlich gar nicht vorstellen. War das ein Ding von Kemper? War das ein Ding von Metz? Wie ist es dazu gekommen? Und war das eine Umstellung? Ist das merkwürdig? Oder war das vielleicht sogar cool? Am Anfang habe ich gedacht, was ist denn das? Also, so eine kurze Hose kann man ja eigentlich mit so einem Bund ein bisschen zuziehen, dass wenigstens fest ist, selbst wenn jemand an der Hose reißen sollte. Ja. Zumindest oben bleibt. Dieser Rock, das gibt's nicht. Also, ich sage jetzt nicht, dass es jedes Spiel vorkam, aber wenn richtig dran gezogen wurde, ja, dann gab es auch schon mal einen Popoblitzer. Also, das war schon merkwürdig. Also, ja, ungewohnt, aber für alle, die in so eine Unterziehhose unter der kurzen Hose ziehen, eigentlich genau das Gleiche. Okay, aber so. Das macht ja nicht jeder, oder? Also, oder... Also war das jetzt nur ein Rock oder war da ein Einnäh? Nee, so wie so, wie so ein Tennisrock ist es schon so. So eine Hose drunter und dann okay. ja, dieser Stoff drüber halt. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir eine Petition starten, dass die Frauenbundesliga das auch so grundsätzlich macht. So, weiß ich nicht. Was sagst du? Metzing hat mal ein paar Spiele in Röcken gespielt. So. Aber die waren, glaube ich, auch nicht so zufrieden damit. Deswegen gibt's aber gut, das ist ja eine Camper-Idee. Vielleicht, ich lasse mir mal was einfallen. Vielleicht kriegen wir da was durch. Ich habe jetzt nicht so den Einfluss auf die Frauenhandball-Bundesliga, aber ich glaube, wenn wir da mal so eine Unterschriftenaktion machen, ich glaube, das kommt bestimmt ganz gut an. Soll ich dir mal einen schicken, dann kannst du den mal anprobieren. Oh, ich bin noch Rentner jetzt. Du hast sicher keinen in meiner passenden Größe. Also, wir haben uns ja mal bei einem Shooting getroffen. Also hätte ich, glaube ich, mein Leben lang, ich weiß nicht, ob es Genetik ist, aber rein, wie ich dich gesehen habe, also wenn ich so viel in meine Athletik oder in meinen Körperbau investiert hätte, wäre wahrscheinlich noch einiges möglich gewesen. Also mir hätte schon einen gut trainierten
Zustand der Rock nicht gepasst und ich glaube, jetzt nach der Corona-Zeit oder in der Corona-Zeit bin ich nicht der richtige Typ für einen Rock. Aber gut, damit das Thema Rock beiseite. Hat unterschiedliche Größen, also das ist nicht das Problem. Ja, da glaubt mir, das will keiner sehen. Das will keiner sehen. Nein, das müssen wir lassen. Wo wohnst du? Also du musst jetzt nicht die exakte Straße sagen, aber der Süden ist ja schon schön und mir auch bekannt. Bietigheim direkt oder Stuttgart oder wo was? Es ist ja immer die Frage, wie schnell komme ich von meinem Wohnort zum Training? Dauert es 10 Minuten oder dauert es 1 Stunde und 10 Minuten? Ja? Es dauert mit dem Fahrrad etwa 15 Minuten. Also ich wohne in so einem Nebendorf, sag ich mal. Okay. Ich weiß nicht, ob man es Dorf nennen darf. Also, wie viele Einwohner hat es? Wie viele Einwohner hat es? Keine Ahnung. Okay. Aber ich habe nicht recherchiert. Für mich war es okay, 15 Minuten vom Training mit dem Fahrrad und mit dem Auto, wenn es hochkommt, vielleicht, wenn es ganz schlecht läuft, 10. Also ja, mit dem Fahrrad. Okay, da ist den Verkehr in Baden-Württemberg und in und um Stuttgart kenne. Ja, toi, toi, toi dafür. Ja, gut, okay, ich freue mich, dass du dein Comeback gefeiert hast. Deine Sprachen weiß ich, wie das mit den Röcken war. Deine Einbürgerung, da habe ich zu viel zu gelesen, das muss ich jetzt nicht wissen. Ich freue mich, dass du für Deutschland spielst, ehrlicherweise. Also, das finde ich richtig gut. Und ja, für mich, falls du keine Fragen mehr an mich hast, bezüglich des Rentnerlebens ist, also dadurch, dass meine Frau arbeiten muss, bin ich Hausmann und Vater. Und ich habe noch nichts vom Rentnerleben erlebt, ehrlich. Aber nein, es ist super cool. Es macht unglaublich viel Spaß, aber es kommt ja jetzt ein bisschen, in Anführungszeichen, und das ist wirklich, das sind große Anführungszeichen, wieder etwas mehr Normalität in das Leben. Also mein Sohn geht ab nächster Woche wieder in die Kita, da müssen wir mal gucken, wie das läuft. Und dann will ich schon mich in meinen neuen Job einarbeiten. Mal gucken, wie das wird. Aber bis jetzt Rentner. Oh. Außer zugenommen habe ich von meinem Rentnerleben noch nichts weiter erlebt, ehrlicherweise. Aber. Nein, das ist auch Spaß. Ich fahre viel Fahrrad, ich versuche mich so fit zu halten, aber naja, wir gucken mal weiter. Es war schön. Ich bedanke mich vielmals und freue mich, dass es geklappt hat, nochmal abschließend, um einen kleinen Seitenhieb in deine Richtung zu schießen. Ja, danke auch. Hab mich sehr gefreut, dass es heute dann geklappt hat. Nein, dein Umzug hatte Priorität, das ist völlig okay. Und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du wieder in Deutschland bist, in der Bundesliga, in der Frauen-Bundesliga. Ich habe viel Zeit, ich werde es verfolgen. Bleib gesund, wünsche dir alles, alles Gute und auch dich würde ich mich freuen, wenn wir uns in den Hallen Deutschland wiedersehen. Wir sehen uns bestimmt wieder. Danke. Das hoffe ich sehr. Dankeschön. Tschüss.